Kapitel 17. Wahre Liebe ist nicht einfach, sondern muss erkämpft werden. Sobald du sie gefunden hast, kann sie niemals ersetzt werden. Unbekannt. Fable. Drews Worte versetzen mir einen Schock. Das kann nicht dein Ernst sein. Mit einer ungelenken Bewegung löst sich Owen aus meiner Umarmung. Seine Augen sind geschwollen und seine Wangen rot vom Weinen. Als er anrief, war er total in Panik. So außer sich über das, was Mom getan hat, dass ich zunächst kaum verstanden habe, was er will. Ich meine es todernst. Drew kommt ein paar Schritte auf mich zu, bleibt dann aber ein Stück von mir stehen. Wahrscheinlich spürt er Owens Feindseligkeit. Sie ist nahezu greifbar, lässt die Luft um ihn herum vibrieren. Ich habe genügend Platz. Owen kann sogar ein eigenes Zimmer haben. Und wo wird Fable schlafen? Fragt Owen in spitzem Ton. In seiner Miene spiegelt sich wilder Beschützerinstinkt. Ich lege die Hand auf seinen Arm. Hör auf, Drew will einfach nur nett sein. Oder dich für Gratis-Sex benutzen. Vielleicht macht er dich ja zu seiner Haussklavin und lässt dich nirgendwo mehr unbeaufsichtigt hin. Tu es nicht. Ich will nicht bei ihm wohnen, stößt Owen leidenschaftlich hervor. Ich verstehe Owens Feindseligkeit nicht. Andererseits hat er damals hautnah miterlebt, wie hundeelend es mir ging, nachdem ich aus Carmel zurückkehrte und Drew mich verlassen hatte. Ja, Drew hat mich schon einmal verlassen, genauso wie Mom. Dennoch bin so versucht, Ja zu sagen. Doch ich muss meine Unabhängigkeit unter Beweis stellen, kann nicht einfach von meiner Mom zu Drew ziehen, ohne jemals die Erfahrung gemacht zu haben, alleine zu leben. Du musst die Entscheidung nicht jetzt treffen, sagt Drew leise und mit bittendem Blick. Aber ihr könnt heute Nacht nicht hierbleiben. Es gibt nicht einmal ein Bett. Er hat recht. Obwohl ich weiß, dass die Wohnung von Mom und nicht von Einbrechern leergeräumt wurde, wäre es mir unheimlich, hier zu übernachten. Die Wohnung fühlt sich so entseelt an, beinahe wie geschändet. Ich will hier nicht bleiben, raune ich Owen zu, während ich seine Hand nehme und sie ermunternd drücke. Außer Drew haben wir niemanden, zu dem wir gehen können. Drews Wohnung ist wirklich nett und er hat ein Gästezimmer. Ich bin sicher, dass seine Wohnung kacke ist. Ich will da nicht hin, entgegnet Owen. Er ist wegen Moms lieblosem Verhalten so wütend, so verletzt, dass es mir das Herz bricht. Ach komm schon, tu es für mich. Owen blickt auf, sieht mich an. Ich liebe ihn, flüstere ich. Er würde alles tun, um mir zu helfen, um uns zu helfen, das weiß ich. Owen verdreht die Augen und reißt seine Hand los. Na gut, wir übernachten bei ihm, aber ich weigere mich, bei ihm einzuziehen, Fable. Du kennst dieses Arschloch doch kaum. Owen, lass das. Ich kann dieses Gemotze im Moment nicht ertragen. Drew ist einfach nur lieb und großzügig. Vermutlich ist Owens Unhöflichkeit purer Selbstschutz, um mit, was auch immer, fertig zu werden. Doch damit will ich mich jetzt nicht befassen. Ich kann es ja selbst kaum glauben, was Mom gemacht hat. Ihr emotionaler Rückzug hat mich für das ganze Leben gezeichnet. Ihr physischer Rückzug wird in Owens Psyche wohl für immer einen Schaden anrichten. Ich hasse sie so sehr, dass ich kaum noch Luft kriege, geschweige denn klar denken kann. In diesem Moment brauche ich Drews Unterstützung mehr denn je. Zuerst kümmern wir uns um Owen. In Drews Gästezimmer, das ihm, wie der Schreibtisch und Computer vermuten lassen, offenbar als Büro dient, befindet sich auch ein Futon. Ich helfe Drew, den Futon aufzurollen und beziehe ihn mit frischer Bettwäsche, während Drew ein paar Kissen holt. Es fühlt sich alles sehr häuslich und gemütlich an und ich weiß, ich könnte mich daran gewöhnen. Aber ich mahne mich zur Vernunft. Romantische Schwelgereien kann ich mir im Moment nicht leisten. Mein Bruder braucht mich. Ich muss stark sein und mir überlegen, was ich als nächstes tun werde. Brauchst du irgendwas? Frage ich Owen, als er mit trotziger Miene hereinkommt. Vielleicht ein Glas Wasser oder eine Kopfschmerztablette? Er hat auf der Fahrt zu Drews Wohnung auf dem Rücksitz verstohlen geweint und leise vor sich hingeschnieft. Ich hatte ihn so gerne getröstet, wusste jedoch, dass er mich zurückweisen würde. »Vielleicht etwas zu essen?«, fragt Drew, als er mit drei bauschigen Kopfkissen ins Zimmer kommt. »Ich brauche nichts«, sagt Owen verdrossen. Ich werfe ihm einen scharfen Blick zu, worauf er ein Danke murmelt, um mich zu besänftigen. »Willst du reden?«,
frage ich ihn ruhig, während wir beide einen Schritt zurücktreten, damit Drew die Kissen auf den Futon werfen kann. Owen schüttelt den Kopf. Ich wäre jetzt lieber alleine, Fabes. Ich möchte einfach nur noch schlafen und alles, was passiert ist, vergessen. Wenn du aufwachst, wird es wieder da sein und dich anspringen, mahne ich ihn. Wir können die Situation nicht verleugnen, so gerne ich das auch tun würde. Die Realität starrt mir mitten ins Gesicht. Ich muss überlegen, wie es weitergeht, welche Schritte ich unternehmen muss. Danke für die aufmunternden Worte. Er seufzt, schüttelt den Kopf. Ich weiß, du bist wütend auf sie. Aber ich bin nicht wütend. Ich mache mir Sorgen um sie. Sie reagiert nicht auf deine Anrufe und das ist echt scheiße. Ich hatte versucht, sie aus unserer Wohnung und auf der Fahrt zu Drew anzurufen. Jedes Mal war sofort die Mailbox angesprungen. Ich hatte ihr eine Nachricht hinterlassen, keine Antwort. Und das ist jetzt schon über eine Stunde her. Diese Frau tut alles in ihrer Macht Stehende, um uns loszuwerden. Und wir können nichts dagegen unternehmen. Auf keinen Fall werde ich die Bullen auf sie hetzen. Sie ist unsere Mom. Mom geht es gut. Mit einer Handbewegung tue ich seine Sorgen ab. Mom geht es bestimmt blendend. Wahrscheinlich schlürft sie gerade ein Bier und lacht sich schlapp über ihre schlaue Aktion. Sie wird sich morgen melden, da bin ich mir ganz sicher. Eine Lüge. Ich habe keine Ahnung, ob sie sich melden wird oder nicht. Wie ich die Sache sehe, werden wir überhaupt nichts mehr von ihr hören. Es würde mir nichts ausmachen. Ich habe dieses beschissene Verhalten, das sie uns permanent zumutet, so verdammt satt. Das emotionale Auf und Ab, wenn sie aus unserem Leben heraus und wieder hereinflattert. Ich habe meine Mauer schon vor langer Zeit hochgezogen, doch Owen ist noch ungeschützt und sehnt sich verzweifelt danach, dass Mom ihn liebt, ihn wirklich liebt. Aber sie weiß gar nicht, wie das geht, und das hat er noch nicht erkannt. Ohne ein weiteres Wort geht Drew aus dem Zimmer, macht die Tür hinter sich zu, und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Er drängt sich nicht auf, spürt, dass ich mit meinem Bruder alleine sein muss. Er ist unfassbar großzügig, öffnet sein Haus für uns, bietet Owen, was immer er braucht, an, um sich hier wohlzufühlen. Er ist großartig. Und wenn ich mit Owen fertig geredet habe, werde ich zu Drew gehen und ihn bitten, mich in den Arm zu nehmen und einfach nur festzuhalten. Im Moment brauche ich ihn so sehr, doch zunächst muss ich mich um meinen Bruder kümmern, der mich noch mehr braucht. Und was, wenn es ihr nicht gut geht? Fragt Owen mit zitternder Stimme. Was, wenn ihr was passiert ist und sie verletzt und hilflos irgendwo herumliegt? Oder etwas Schlimmeres? Was dann, Fable? Das Bild, das seine Worte in mir heraufbeschwören? Nein, das passt nicht. Sie ist in dieser Geschichte unmöglich das Opfer. Sie ist Täter. Das spüre ich. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst, aber ich will ehrlich zu dir sein. Sie interessiert sich nicht für uns, Owen. Nicht so, wie du es gerne hättest. Sie ist viel zu beschäftigt mit ihren eigenen Problemen, um zu erkennen, wie sehr du sie brauchst. Wie gerne du sie um dich hättest. Sie geht lieber aus, betrinkt sich und hängt mit ihren Freunden in irgendwelchen Bars herum. Owen starrt mich an. Seine Wangen sind rot. In seinen Augen glitzern Tränen. Du hast doch keine Ahnung. Vielleicht will sie nicht mit uns zusammen sein, weil sie weiß, wie sehr du sie hasst. Ich zucke zusammen. Ich bin hier nicht die Schuldige. Sie erträgt es nicht, dass wir beide eine so enge Beziehung haben. Sie ist eifersüchtig und das ist so bescheuert, weil sie nicht merkt, wie sehr du dich danach sehnst, so eine enge Beziehung zu ihr zu haben. Sie ist unsere Mutter, aber sie behandelt uns, als wären wir für sie nur lästige Anhängsel. Das macht sie vielleicht mit dir, aber nie mit mir. Sie liebt mich, kreischt er. Tränen strömen ihm über die Wange und er wischt sie wütend weg. Rede dir nur weiter ein, dass sie ein Miststück ist, aber vielleicht bist du diesmal das Miststück, Fabes. Hast du daran schon mal gedacht? Mir fehlen die Worte. Ich kann nicht glauben, was er da gesagt hat. Gleich breche ich zusammen und ich muss verdammt nochmal stark sein. Du bist durcheinander, sage ich ruhig. Das verstehe ich. Wir sollten jetzt erst einmal schlafen. Morgen können wir dann weiterreden. Mir egal. Owen kriecht auf das Futon, ordnet die Kissen und schlüpft dann unter die Decke, den Rücken mir zugewandt. Er liegt so steif unter der Decke, dass er aussieht, als könnte er zerbrechen. Ich hab dich lieb, Owen, murmel ich,
bevor ich die Tür hinter mir schließe. Er macht sich nicht die Mühe, mir zu antworten. Drew. Nervös gehe ich in meinem Zimmer auf und ab, warte auf Fable. Eine Million Fragen gehen mir durch den Kopf und ich habe Angst davor, ihr eine davon zu stellen. Wir hatten eine wunderschöne Nacht und jetzt das. Wenn ihre Mom tatsächlich die Wohnung geplündert und alles, was ihre Kindern gehört, mitgenommen hat, bis auf die Kleidung und ein paar persönliche Sachen, ist sie unglaublich egoistisch und hartherzig. Owen ist todtraurig und Fable ist so wütend, dass sie kurz vorm Durchdrehen ist, obwohl sie gleichzeitig diese seltsame Ruhe verströmt. Ich habe sie noch nie so erlebt, aber wir sind ja auch noch nicht lange zusammen. Diese ganze Beziehung war von Tag 1 an total turbulent. Ich kann mir ein Leben ohne Fable nicht mehr vorstellen. Und ich versuche, so gut ich kann, für sie da zu sein. Sie stößt mich nicht zurück. Aber sie bezieht mich auch nicht wirklich ein. Was kann ich verdammt nochmal für sie tun? Ich habe vorgeschlagen, sie solle sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Aber ihr heftiges Nein zeigt, dass dies der falsche Vorschlag war. Ich fühle mich hilflos. Niemand kann ihnen eine Mom zurückbringen. Owen hasst mich und hält mich für den miesesten Typen, der nur im Sinn hat, seiner Schwester erneut das Herz zu brechen. Das Einzige, was ich anbieten kann, ist ein Dach über dem Kopf. Und selbst dabei fühle ich mich, als hätte ich es irgendwie verbockt, weil ich diesen Vorschlag überhaupt gemacht habe. Ich kann nicht gewinnen. Schon klar. Ich höre mich an wie ein Jammerlappen. Aber scheiß drauf. Fable muss merken, dass sie sich auf mich verlassen kann, egal worum es geht. Ich würde alles für sie tun. Nur glaube ich nicht, dass ihr das bisher wirklich bewusst ist. Eine gefühlte Ewigkeit später schlüpft sie in mein Zimmer hinein, schließt leise die Tür hinter sich. Mit einem erschöpften Ausdruck im Gesicht und in hängenden Schultern lehnt sie sich gegen die Tür. Ich würde sie gerne trösten, aber sie hat eine unsichtbare Mauer um sich errichtet. Eine Mauer, die signalisiert, dass sie das schon alleine schafft. Vielen Dank auch. Zur Hölle damit. Ich werde diese Mauer niederreißen, egal wie lange es dauert. Wie geht es Owen? Frage ich. Er hasst mich. Sie schließt die Augen. Ein seltsames Lächeln zuckt um ihre Mundwinkel. Er gibt mir die Schuld, dass unsere Mom uns im Stich gelassen hat. Er meint, wenn ich nicht so ein Miststück wäre, wäre Mom nicht weggegangen. Was? Ich schreie die Frage förmlich heraus und Fable öffnet die Augen und funkelt mich böse an. Sch, sonst hört er uns noch. Sie stößt sich von der Tür ab, geht zu meinem Bett, lässt sich bäuchlings darauf fallen und vergräbt den Kopf in dem Kissen. Ich will jetzt nicht darüber reden, Drew. Ich will einfach nur schlafen. Sie benimmt sich merkwürdig, aber ich werde sie nicht darauf ansprechen. Sie ist durcheinander. Schon wieder ist ihr Leben total auf den Kopf gestellt worden. Magst du dir nicht etwas Bequemeres anziehen? Frage ich. Ihre Schultern beben, als würde sie lachen. Noch immer sieht sie mich nicht an. Soll das eine Art Anmache sein? Dann sei vorab gleich mal gewarnt. Ich bin noch heute nicht in Stimmung. Fable, als würde ich heute Nacht irgendwas von ihr erwarten. Ich will dir nicht an die Wäsche. Ich will mich um dich kümmern. Schön, sie rollt sich auf den Rücken, öffnet den Druckknopf ihrer Jeans und schlängelt sich heraus. Obwohl ich nichts von ihr will, und ich schwöre, das ist die Wahrheit, kann ich nicht anders, als ihre Beine anzustarren. Ganz zu schweigen von dem pinkfarbenen Spitzenhöschen, das mehr zeigt als verdeckt. Ich schlucke, senke den Blick, ringe um Fassung. Wenn es ihr schlecht geht, sollte ich mich nicht wie ein geiler Bock benehmen, aber ich brauche, sie nur anzusehen, und schon begehre ich sie. Das ist eine automatische Reaktion. Als ich wieder aufblicke, zieht Fable gerade ihr Karohemd aus und wirft es auf den Boden. Dann greift sie unter ihr Tanktop, öffnet den BH und zieht ihn auf diese geschickte Weise, wie Mädchen sie drauf haben, unter ihrem Top hervor. Der BH ist weiß und aus Spitze, ein winziger Stopffetzen, der federleicht zu Boden segelt. Jetzt trägt sie nur noch das Tanktop und die Panties. Ihre Brustwarzen pressen sich gegen den Stoff ihres Tops. Gänsehaut überzieht ihre Arme und ich stoße einen zitternden Atemzug aus. Mahne mich, dass ich mich verdammt nochmal beherrschen und angemessen verhalten sollte. Ist dir kalt? Ich kann dir noch eine Decke holen.
Nein, sie schüttelt den Kopf, springt aus dem Bett und zieht die Bettdecke zurück, damit sie darunter schlüpfen kann. Ich bin einfach nur wahnsinnig müde. Ich stehe da, weiß nicht, was ich tun soll. Sie strahlt seltsame Schwingungen aus. Ich weiß, sie ist fix und fertig, was auch kein Wunder ist. Erst räumt ihre Mom ihr die Bude aus und dann gibt Owen auch noch ihr die Schuld dafür. Sie hat mir den Rücken zugewandt. Ihr blondes Haar ist völlig zerzaust und ich würde mich so gerne zu ihr legen, aber ich habe Angst, sie könne mich zurückweisen. Kommst du ins Bett? Fragt sie leise. Sie hat mir die Entscheidung abgenommen. Ja, sage ich und ziehe mich bis auf die Boxershorts aus. Dann knipse ich die Nachttischlampe aus, gehe ins Bett, ziehe die Decke über mich und überlege, ob ich die Hand nach Fable ausstrecken sollte. Ich beschließe, auf dem Rücken liegen zu bleiben und starre an die Decke, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Fable ist still, bewegt sich kaum, so dass ich annehme, sie sei eingeschlafen. Du? Okay, sie ist doch wach, ja? Danke, dass du uns bei dir aufgenommen hast. Sie rollt sich herum und ich drehe den Kopf zur Seite, damit wir uns ansehen können. Das hättest du nicht tun müssen. Was soll das? Ich bin verärgert. Glaubt sie etwa, ich hätte es fertig gebracht, sie in diesem Schlamassel sitzen zu lassen? Natürlich müsste ich das tun. Wo wärt ihr beide sonst hingegangen? Sie zuckt die Achseln. Mir wäre schon was eingefallen. Wahrscheinlich hätte Colin uns aufgenommen. Ich habe gehört, er wohnt in einer total abgefahrenen Villa. Da hat er sicher genügend Platz. Leck mich. Ich fasse es nicht, dass sie das sagt. Der Typ hat mich an dem Abend, als ich Fable das erste Mal wiedergesehen habe, total blöd angemacht. Mir unterschwellig zu verstehen gegeben, er hätte mit Fable was am Laufen. Und jetzt sagt sie, sie wäre auch bei ihm eingezogen, als wäre das die normalste Sache der Welt. Ich will dir keine Umstände machen, fährt sie fort. Morgen früh werde ich vor der Arbeit erst einmal auf Wohnungssuche gehen. Warum tust du das? Frage ich, die Stimme so gedämpft, dass sie wie ein Knurren klingt. Aber verdammt, ich bin angepisst. Warum gibst du mir ständig zu verstehen, dass du meine Hilfe nicht haben willst? Als würdest du mir nicht zutrauen, dass ich für dich da bin. Echt? Sie hebt die Stimme. Wann bist du jemals für mich da gewesen? Ich verlasse mich auf niemanden. Mein Leben lang habe ich mich um mich selbst gekümmert. Ich habe nicht vor, jetzt von dir abhängig zu werden. Und warum nicht? Wir sind noch nicht lange genug zusammen, als dass ich für dich in schwierigen Zeiten hätte da sein können. Aber jetzt bin ich für dich da, biete dir jede Hilfe an und du benimmst dich, als wäre dir das Scheiß egal. Ich tobe innerlich, bin über ihr Verhalten total aufgebracht. Meine Stimme in meinem Kopf flüstert, ich soll mich abregen. Aber scheiß drauf, jetzt wird Klartext gesprochen. Ich muss ihr sagen, wie ich mich fühle, bevor ich explodiere und wirklich ausflippe. Ich habe mich ja bedankt, flüstert sie. Ja, als hätte ich dir eine Pistole an die Brust gelegt. Und dich dazu gezwungen, entgegne ich, wende den Blick von ihr ab, starre wieder an die Decke. Sie ist still. Ich höre das Rascheln der Decke und werfe aus den Augenwinkeln einen Blick zu ihr hinüber. Sie hat sich zu einer Kugel zusammengerollt. Ihre Schultern zittern. Ein Schluchzer entweicht ihr und sie schlägt die Hand vor den Mund. Oh Gott, sie weint. Wahrscheinlich deshalb, weil ich Volltrottel sie so angeschrien habe. Komm her, flüstere ich, ziehe sie in meine Arme. Bereitwillig lässt sie es geschehen, schlingt die Arme um meine Mitte, legt den Kopf an meine Brust. Ihre Tränen benetzen meine Haut, als ich ihr das Haar aus der Stirn streiche. Ich murmle tröstende Worte, halte es kaum aus, wie verzweifelt sie sich anhört. Sie weint so heftig, dass sie am ganzen Körper zittert, als würde ihr vor Kummer das Herz brechen. Ich weiß nicht, was ich tun soll, schlucht sie. Ich fasse es einfach nicht, dass sie uns mit nichts zurückgelassen hat, uns nicht mal gesagt hat, dass sie geht. Alles wird gut. Ich schiebe ihr eine Strähne hinter das Ohr, streiche mit dem Zeigefinger an ihrem Hals entlang. Ich schwöre, ich werde dir helfen, was immer du auch benötigst. Sie atmet tief und zittert ein. Es ist nicht so, dass ich undankbar wäre. Ich weiß nur nicht, wie man das macht, von niemandem Hilfe annehmen. Ich habe meine Probleme immer allein mit mir herumgeschleppt.
Es fällt mir schwer zu glauben, dass jemand diese Bürde mit mir teilen möchte. Was immer ich tun kann, um dir zu helfen, ich tue es. Du musst dir keinen Stress machen und sofort eine Wohnung suchen. Ich lege den Finger unter ihr Kinn, hebe ihren Kopf an. Ihre Wangen sind von den salzigen Tränenspuren überzogen. Unter ihren Augen klebt verschmierte Wimperntusche. Sie hat sich nicht abgeschminkt und sieht so verloren aus, so jämmerlich, dass ich mich zu ihr beuge und ihr einen zarten Kuss auf die Lippen drücke. Lass dir Zeit. Such ganz in Ruhe nach einer schönen Wohnung für Owen und dich. Mir wäre es lieber, wenn sie beide langfristig bei mir einzögen. Doch ich will sie nicht drängen. Mit ihrem Bruder zusammenzuwohnen würde anfangs sicher ungemütlich sein. Aber außer Fable hat er ja niemanden. Okay, sie nickt, als versuche sie, sich selbst zu überzeugen. Okay, du hast recht. Ich sollte mir Zeit lassen und nicht gleich die erstbeste Wohnung nehmen. Sie schließt die Augen, presst die Lippen zusammen. Ich habe kein einziges Möbelstück mehr. Sie hat alles mitgenommen, sogar mein Bett. Ich hatte dieses dämliche Bett jahrelang. Es ist nicht einmal sonderlich bequem. Die Matratze ist totaler Schrott. Ich küsse sie noch einmal. Sie ist verrückt, Baby. Sie muss total durchgeknallt sein, wenn sie so etwas macht und noch dazu so schnell. Offen gestanden ist mir schleierhaft, wie sie das geschafft hat. Ich kapiere es auch nicht. Es ergibt keinen Sinn. Fable öffnet die Augen. Sie ergibt keinen Sinn. Ich habe schon vor Jahren aufgegeben, mir Gedanken darüber zu machen, wie sie tickt, aber dann zieht sie eine Nummer wie diese ab und ich zermartere mir erneut das Hirn, um zu begreifen, warum sie das getan hat. Hör auf, darüber nachzudenken. Ich küsse sie auf die Lippen, dann auf die Wange, die Nasenspitze, die Stirn. Wir werden uns morgen damit befassen. Du musst jetzt schlafen. Sie nickt, schließt die Augen und drückt mich fest an sich. Entschuldigung. Ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Ich hätte dich nicht so anschreien dürfen. Ich glaube, das habe ich gebraucht. Ihre Stimme ist bereits verwaschen. Und sie schmiegt den Kopf fest an meine Brust. Du fühlst dich so gut, Andrew. Ich liebe dich. Mir wird leicht ums Herz. Ihre süßen Worte sind Balsam für meine Seele. Ich liebe dich auch.